Die letzten Tage war das Wetter Hochdruck bestimmt mit Hochnebel und zum Teil kräftiger Brise. Bis zum kurzen Dämpfer morgen geht es die Woche so weiter. Damit herzlich willkommen zum Regionalwetter. Ja, wie man hinter mir sieht, es ist hochnebelartig bewölkt mit einer Obergrenze von ca. 2000 Meter. Dazu werkelt im Norden von Vorarlberg schon leicht die Brise. Die führt sich im Laufe vom Tag noch leicht verstärken, aber mehr als mäßige bis lebhafte Windböen kommen nicht zusammen. Ja, der Montag wird dann wahrscheinlich vor allem im Norden mit Hochnebel zu Ende gehen und es wird so in der Nacht nicht auflockern. Dort, wo es klar bleiben soll, dort wird die Temperatur auch unter 0 Grad fallen. Dann morgen am Dienstag am Morgen gibt es eine letzte sonnige Auflockerungen, dann ziehen aber jedoch bald dicht die Wolken nach Vorarlberg, sodass man spätestens am Mittag komplett keine Sonne mehr haben. Und am Nachmittag gibt es dann die erste Regenschauer. Die Schneefallgrenze sinkt dann rasch von 1000 Meter auf 500 Meter runter und am Abend gibt es eine einzelne Schneeschauer bzw. Schneeflocken im Rheintal. Viel kommt nicht zusammen, wir erwarten in den Berg so ca. 5 bis 10 cm Schnee. Dann der Mittwoch beginnt noch wechselnd bewölkt, mit allerletzten Schneeflocken im Bergland bzw. im Tal könnte es auch noch passieren, aber schon am Mittag gelockert es komplett auf, sodass wir einen schönen, ruhigen Nachmittag erwarten. Der Donnerstag geht dann im Hochdruckstil weiter, sodass wir vielleicht eine letzte Hochnebelreste oder hochnebelartige Bewölkung am Vormittag im Rheintal haben. Aber schon am Nachmittag gibt es dann wieder Sonne pur und so geht dann auch der Freitag weiter. Die Temperaturen stiegen dann mit der ZA, sodass wir am Freitag wieder bei ungefähr 12 Grad sind. Aber schon am Samstag streift uns die nächste Störung, sodass wir dort eine starke Bewölkung oder wechselnde Bewölkung haben, das ist noch unsicher, und wieder leicht sinkende Temperaturen, sodass wir auf 1500 Meter wieder leichte Minusgrade haben. Ja, es ist also hochdruckdominiertes Wetter momentan, ziemlich langweilig für uns Meteorologen, aber für alle, die wo Ski fahren und sonst frei haben unter der Woche, ist es natürlich ein Traumwetter. Ja, das wär's schon für die Woche gewesen, das wär's schon für den Montag gewesen. Man sieht sich dann am Donnerstag wieder. Ciao miteinander.